Ist doch alles kein Problem. Upsa. Sollte man meinen. Yeah. Das wird nie langweilig. Allerdings ein bisschen blöd ist. Ich habe zumindest noch keine Möglichkeit entdeckt, um einzelne Gegner anzuvisieren. Daher funktioniert das mit dem Schild abnehmen nie so wirklich. Verdammt. Einfach weil es cool ist. Nein. Nein. So. Oh, jetzt bin ich eingefroren. Ich schwärme auch mal ein bisschen hoch. So, in der Zeit kann ich euch beide bearbeiten. Wunderbar. So, und wieder hoch mit dir zum anderen. Schmeißen wir auch hoch. So, habt ihr gesehen. Schön beide im Sichtfeld. Top. So. Du hast kein Schild mehr. Ah, das war natürlich ziemlich unvorteilhaft. Schnell ausweichen. Ah, das mit den Doppeltasten kriege ich noch nicht so ganz hin. Nee. Oh, das erste Mal sieht ziemlich hart für uns aus. Meine Energieanzeige beträgt nur noch ein Viertel. Jetzt sollte ich wirklich ein bisschen vorsichtiger vorgehen und ausweichen, verdammt. Versuchen wir erstmal das nervige Volk da oben zu vernichten. Was in diesem Fall schon mal gelungen ist. Da ist noch einer von diesen Drecksviechern. So. Und jetzt zu euch. Schön einer nach dem anderen. Kriegt jeder ein Stück vom Kuchen. Ja. Tja, Dirty, aber mein Gott. Ihr Leben. Ah. Wer hat dich eingeladen, Fettarsch? Fabel. Tja, mit solcher Energie. Okay, ich sehe schon, da muss wahrscheinlich gegen die Wände laufen. Ist er leicht paralysiert oder sowas? Verdammt! Au, au, au. Ich bist ja wirklich voll der Fettarsch, du Schallwaddel. Verdammt! Ich versuche mal kurz Gegenstände. Ich hatte doch einen kleinen Lebensstern. Genau. Hätten wir uns doch mal besser damit eingedeckt, aber bis eben lief es ja so verdammt gut. Der ist doch ein bisschen agiler, als ich gerade eben vermutete. Härter schlagen sie auf den Boden auf. Dante, hier ist Chaos. Aber ich habe einen Ausweg gefunden. Wo? Da oben. Ich habe ihn markiert. Dante, ja, sowas haben wir doch mittlerweile drauf, oder? Es sollte doch wirklich kein Problem mehr darstellen. Es sei denn, während dem Sprung ändert sich etwas. Ja, genau sowas. Leck mich am Arsch. Wie geil ist das denn hier schon wieder inszeniert? Action, wo man hinschaut. Es war, als würde es niemals enden. Kirche. Die Polizei hat erste Bilder von dem Terroristen veröffentlicht, der für den Anschlag auf die Kirche der heiligen Agaris verantwortlich ist. Sein Name lautet Dante. Merken Sie sich dieses Gesicht. Wenn Sie ihn sehen, informieren Sie die Polizei umgehend, aber halten Sie sich fern von ihm. Er hat eine gewalttätige Geschichte und ist ein sexuell Perverser. Bob Barbers vom Raptor News Network. Ich verrichte Gottes Werk.
Kommen wir wieder zum Ranking. Seepunkte passt mal wieder. Ah, da haben wir ein bisschen getrödelt. Ja, der Fortschritt, wie üblich, auch nicht so gut. Dennoch eine Endpunktzahl von S. Ich habe 3 Verbesserungen hinzubekommen. Okay,